So, herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Let's Play Skyrim und heute werde ich auf die Uhr schauen und nicht die Zeit übersehen. Hoffe ich mal. Schauen wir mal, was wir in dieser Folge Schönes machen. Na du? Ihr braucht etwas? Nope. Lasst mich wissen, wenn ich euch sonst noch irgendwie behilflich sein kann. Jo! Boah, die Drachenrüstung sieht so cool aus. Die Drachenrüstung, sag ich. Das ist eine Zwergenrüstung. Wo ist die Lydia eigentlich? Lydia, du kannst mal kurz. Ich bin direkt hinter. Wie ihr Ziel bleiben. Ja, der Tane hat es dir befohlen. Und wir gehen nach Weißlauf. Ein paar Sachen verkaufen einmal. Fürs Erste. Fürs Zweite und fürs Dritte habe ich noch keinen Plan, was wir machen. Hallo. Habe ich schon mal gesagt, herzlich willkommen bei Let's Play Skyrim? Ich glaube schon. Und wenn ihr wollt, könnt ihr wieder gerne Kommentare drunter schreiben. Ich lese sie mir sehr gerne durch. Heute nehmen sie euch den Glauben. Aber was? Und was macht das Kaiserreich? Und was macht das Kaiserreich? Ein Kirschtrinker. So, Sachen verkaufen, dann reden wir mal die Dame da an. Oder sollen wir uns heute zum Werwolf machen lassen? Ich weiß es noch nicht. So. Da können wir was verkaufen? Kupferkessel. Was ist da? Gemischtwaren. Belethor. Belethor. Ich bin okay. Sicher, ihr findet, wonach ihr sucht. Und Feuer. Gebt mir einfach Bescheid. Ich habe noch einiges im Lager. Gut. Alles steht zum Verkauf. Alles. Wenn ich eine Schwester hätte, würde ich sie euch im Handumdrehen verkaufen. Werft einen Blick darauf. Ich habe nämlich einiges für dich, nämlich zweimal einen Amethyst. Dann zweimal einen Granatstein. Zweimal einen makellosen Granatstein. Einen Rubin. Einmal Wolfspelz, nochmal Wolfspelz und nochmal Wolfspelz. Dann glaube ich, hätte ich da auch noch was für dich. Jawohl, bitteschön. Und die Redekunst auch gleich verbessert. Danke! Kommt wieder. Warte, was ist zum Einkaufen? Nein, das wollten wir nicht. Wir wollten reden. Ich würde euch Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Hast du auch Waffen? Magische Pfeile hätte der. Komm, gönnen wir uns mal 20 Orkpfeile. Dankeschön. Ich tue alles, um euch die besten. Ja, ja, komm. Ich tue auch alles dafür, um euch die besten Folgen Skyrim zu liefern. Hä? Ah. So, dann. Ich verbringe viel Zeit am Markt, ja, wissen wir. Da die Treppe, 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 Treppe hoch. Weil dann machen wir etwas, was wir schon längst machen hätten können, tun wollen. Was wir eigentlich schon seit zwei oder drei Folgen vorhaben. Aber wir machen es heute. Über die Wache springen. Glücklich schätzen, hier in der Stadt und nicht im Flusswald zu sein. Jo. Die armen Leute da haben nicht mal eine Mauer. Das stimmt. Aber eine Mauer kann auch nicht auf Dauer schützen. So, mal aufmachen. Da steht die Lydia, wie angewurzelt. Ich hoffe, die ist inzwischen, dass sie uns nicht verhungert. Wo ist jetzt der Aviniki? 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 Die ganze Herumsteherei ist doch Mist. Ich liege Jarlbald Ruf als Vogt. Ich möchte gerne ein Haus kaufen. Richtig. Derzeit steht auch gerade ein Haus zum Verkauf. Yay! Wunderbar. Da. Hier ist der Schlüssel zu eurem neuen Heim. Ja, wir haben ein Zuhause. Wir können es doch noch einrichten lassen. Besuch im Drachenfest. Aber vorher schauen wir uns mal das gute Zuhause an. Hui! Und da raus und dann zum Haus. Wenn ich euch mit meiner Putzerei störe, sagt es einfach und ich gehe. Jo, wir gehen einfach weiter, während sie uns hinter der... Ganz normal Standard in Skyrim. Hui, ein bisschen schwimmen. Und mächtiger Talos. Dann hier springen. Gestern habe ich hier gesehen, springen. Über der Stadt flog. Springen. Wie es aussah, war er auf dem Weg nach Nordosten. Aha. Ist okay.
Dann heißt ein Drache auf dem Weg nach Nordosten. Ich helfe meiner Mutter dabei, Obst und Gemüse zu verkaufen. Das ist brav. So, da hatten wir mal eine Anzeige. Oh! Nichts ist passiert. Dankeschön. Ja, haben wir eine Krankheit irgendwie? Magie müsste sein. Aktive Effekte. Nee. Oh Gott. Schön! Da können wir eine Feuerstelle machen. Was haben wir da oben? Ein Bettchen und eine Kiste. So, was gehen wir da rein? Da können wir den Dämmerbrecher, will ich gern behalten. Das will ich auch gern behalten. Gut, dann geben wir das kaiserliche Schwert mal hier rein. Dann die orkische Krieg, den Dämmerbrecher nicht. Die Axt von Weißlauf geben wir da rein. Bei der Bekleidung. Und reicht das eigentlich nicht? Dann können wir das Amulett reingeben. Und das war's schon. Immerhin ein bisschen was losgeworden. Ups. Gucken wir uns um, was wir als nächstes machen könnten. Wir können zur Dämmerwacht schauen, hä? Was haben wir? Verschiedenes. Momentan haben wir nicht wirklich interessante Aufgaben. Aber wir könnten ja... Sind euch hold, mein Freund. Dankeschön, mein Freund. Wir könnten ja mal... Darauf sprinten. Da gibt's eine Lady. Ich glaube, wir sind dieser Aufgabe schon gewachsen. Es macht keinen Spaß, ständig nur herumgeschubst zu werden. Wo ist die Lady? Seid ihr verheiratet? So seht ihr auch aus. Behandelt eure Frau immer mit dem nötigen Respekt. Okay, ich bin verheiratet, ich weiß nur nicht mit wem. Die kaiserliche Magie. Hey, ihr seid gekommen. Und weder Magie noch die Zeit kann hier. Ja, ich suche aber nicht sie, sie auch nicht. Wo ist die Lady, die ich suche? Wo ist die Lady? Wo ist jetzt Jawaska hin? Dann gucken wir mal nach Jawaska. Vielleicht haben wir da irgendjemand, mit dem wir reden müssen. Der neueste Rekrut, richtig? Richtig. Jo, ab in die Wohnquartiere. Ich frage mich immer noch, warum Skior euch überhaupt reingelassen hat. Damit ich euch in den Ausschnitt gucken kann. So, irgendjemand wollte mich ja sprechen. Wolltest du mit mir reden? Wenn ihr so alt wie ich werdet, werdet ihr den Geruch des Blutes vermissen. Merkwürdig, ich weiß. Gut. Du müsst dich stehlen und stehlen wollen wir nicht. Stehlen ist böse. Kinderleins. Ich suche jemanden. Sind die alle ausgeflogen? Hallo. Wo ist das Skior? Skior! So, passt doch auf! Nein, keine Lust! Welche Art von Waffen bevorzugt? Ah, da seid ihr ja. Da. Ja, ich habe etwas ganz Besonderes für euch. Oh! Aber das muss nicht jeder hören. Okay. Trefft mich heute Nacht in der Tiefenschmiede. Dann reden wir weiter. Gut, in der Tiefenschmiede. Okay. Dann gehen wir auch mal raus nach Weißlauf. Was machen wir inzwischen, bis die Tiefenschmiede... Ey, Wilkas! Kommt zu mir, wenn ihr Fragen habt. Zweihandwaffen. Ich kenne unsere Geschichte mittlerweile fast so gut wie Wegner. Oh, das ist schicke Augen. Ich hätte gedacht, du bist blind, Mann. So. Schauen wir mal kurz da rauf, was dort oben ist, ob der Hans-Peter da ist.
ist ein Buch. Ja! Nur was verbessern wir jetzt? Ich würde gern. Kann man mal die Magie verbessern? Das haben wir noch gar nicht. Ich würde gern die. Verzauberung. Können wir da noch was verbessern? Vorder 20. Was haben wir da? Seelenstände erhalten zusätzlich Magik zum Aufladen. Okay. Da. Feuerverzauberung von Waffen und Rüstung sind 25%. Wirkungsvoll, Fertigungs. Machen wir mal die 40% Verbesserung. Da. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt gemacht habe, aber ich habe es einfach gemacht. Hey, komm hin! Eine Menge Stahl zu schmieden. Ja, ihr gehört nun zu den Gefährten, wie ich höre. Ich kann jede beliebige Waffe für euch fertigen. Vor euch seht ihr die beste Schmiede in ganz Himmelsrand. Na, ist ja toll. Ich hätte gern ein Schwert. Eine Klinge. Ja, natürlich. Sie wird so scharf sein wie Fralias Zunge. Wer immer das auch ist. Schwert des Himmels. Mal schauen, wie gut dieses Schwert ist. Waffen. Schwert. 21 Schaden. Jo. Dann machen wir was Schickes aus diesem Schwertchen. In der Drachenfeste natürlich. Ups. Und ups. Wir sind ja noch gut in der Zeit. Ich bin neugierig, wie viele Folgen wir noch machen werden in diesem Let's Play. Lydia, du darfst dich ruhig bewegen. Warten heißt nicht, dass du hier rumstehen musst. Oh. Vater sagt, dass ich zu jung bin, um mit einem Schwert zu. Besucht ihr die Drachenfeste, um über die andauernden Zwergen durch der Verbrennung? Ja. Feindseligkeiten zu diskutieren, wie die anderen großen Krieger? Feuerschaden. 14 Feuerschaden, ja. Ich bin jetzt gleich hier. Und Verzauberung haben wir gleich auf 35 verbessert. Juhu. Können wir jetzt in der nächsten Runde vielleicht einhändig oder Bogen schießen? Oder Schleichen wieder verbessern? Gibt es eigentlich jetzt irgendwelche Banditen, die wir töten könnten? Habe ich eigentlich noch einen Brief von irgendeinem Jahr erhalten irgendwann mal? Mal in die Großstufe auf, die Großstufe gucken. Da geht nämlich jemand, mit dem ich gerne mal kurz reden würde. Wer bist du eigentlich? Ich bin kein Mann, ich bin eine Waffe in Menschengestalt. Man muss mich nur ziehen und auf den Feind. Ich diene Jarl Balgruf als. Als Vogt. So. War ich schon mal in Einsamkeit? Hä? Dann schauen wir mal zur Statue von Mirinia zurück. Und dann ist da unten ein Dörfchen und da könnten wir auch mal kurz hinschauen. Jetzt ist wieder Nacht, na toll. Das heißt, ich muss jetzt zu dieser Himmelschmieden-Dingens. Das heißt, wieder zurück nach Drachenfeste. Oh Gott, nach Drachenfeste. Jo. Dann hoffentlich wird es jetzt nicht wieder hell. Das wäre jetzt doof. Jetzt ist wieder hell, Mann! Toll, jetzt komme ich da nicht hoch. Das machen wir dann halt anders. Wie können wir die Folge endlich nennen? Wir müssen nämlich dahin. Mal Tee. Warten wir mal 10 Stunden.
Der ist hoffentlich inzwischen dunkel. All diese jungen Hüpfer, die herumflitzen. Habt ihr Angst, dass jemand von ihnen euren Platz einnehmen könnte? Hi, Ayla. Wir könnten es versuchen, aber das ist nicht der Grund, weshalb ich mir Sorgen mache. Du hast einen Kratzer beim Auge. Es könnte sein, dass sie sich so selbst umbringen. Mit eurer Hilfe? So viel Glück könnte man ihnen nur wünschen. Hm. Ja, sie braucht eine Fackel, ist gar nicht so dunkel. Naja. Ich finde es relativ hell für das, dass es Nacht sein soll. Ayla, geh weiter! Nicht jetzt. Tiefenschmiede. Heute Nacht. Es ist Nacht und ich bin gerade auf dem Weg zur Tiefenschmiede. Jetzt! So. Nicht jetzt. Oh, Mann! Heute Nacht. Ja, dann geh, Tiefenschmiede! Seid ihr bereit? Oh ja, ich war schon seitdem du mich fünfmal... Ja, ich bin bereit! Das ist keine Prüfung, Jungblut. Das ist ein Geschenk. Tretet ein. Gut, wir treten mal ein. Zack! Eingetreten. Ich hoffe, dass ihr Ayla auch in dieser Form erkennt. Sie hat sich bereit erklärt, euer Ahne zu sein. Hi, Ayla! Hey, sag doch was! Wir machen dies im Geheimen. Hey, cool. Gott lag zu sehr damit beschäftigt, könnt ihr mich in Schießkunst unterrichten? Das große Geschenk wegzuwerfen, das uns gegeben wurde. Ja. Er ist der Meinung, dass wir verflucht wurden. Aber wir wurden gesegnet. Wie kann etwas, das diese Macht verleiht, ein Fluch sein? Also nehmen wir die Sache selbst in die Hand. Um in die Sphäre der Gefährten aufsteigen zu können, müsst ihr uns im gemeinsamen Blut des Wolfes beitreten. Seid ihr bereit, euren Geist mit der Tierwelt zu vereinen? Von mir aus. Eure Entscheidung. Wir werden euch nicht zwingen. Aber wenn ihr dem Zirkel beitreten möchtet, muss euer Blut wie das unsere sein. Ihr findet uns hier, sobald ihr bereit seid. Okay, dann bin ich bereit. Ihr wollt fragen. Entscheidung. Ihr findet uns hier, sobald ihr bereit seid. Seid ihr bereit, euren Geist mit der Tierwelt zu vereinen? Nun denn. Oh, jetzt endlich, Gott sei Dank. Oh nein, er will Ayla töten. Nein, will er nicht, oder? Los, schütze die Pulsare. Ja, genau. Gleich mal die Pulsschlagadern aufgeschlitzt. Und jetzt? Mehr nicht, nur Blut trinken? Oh. Ah, ich bleib gleich da hinten. Mal schauen, wie lange das anhält. Ah, geht. Geht schon wieder vorbei. Gut. Bist du ein Deppert? Da waren wir mal kurz ein Hündchen. Seid ihr wach? Ich dachte schon fast, dass ihr nie mehr zurückkommt. Doch, keine Eure Sorge, Verwandlung Ayla. War nicht das, was man einfach nennt. Aber ihr lebt noch. Ja. Gratulation. Wir haben sogar eine Feier für euch geplant. Eine Gruppe Werwolfjäger hat drüben beim Galgenfelsen ihr Lager aufgeschlagen. Ja. Die silberne Hand. Ich glaube, ihr kennt sie bereits. Ja. Wir werden sie alle abschlachten. Jeden einzelnen. Nach euch. Skjör ist bereits als Kundschafter vorgegangen. Ich zeige euch, was ich weiß. Schießkunst 480. Okay, wir haben damit wir haben nicht mal mehr 100 das Gold. Das ist ganz gewiss ungewöhnlich. So, ich glaube, wir müssen da lang. Jo! Was haben wir da jetzt für eine Waffe? Den Bogen. Nee, ich hätte gern den Seelenfangebogen. Und Gott, den müsste ich aufladen. Den laden wir mal schnell auf. Orangischer Bogen. T.
Dann laden wir den auch auf T. Und dann nehmen wir den wieder. In der Hoffnung, dass wir ein bisschen Geld kriegen. Geld. Ja, Geld. Stimmt schon. Entdeckt uns da. Who is entdecking us? Lydia! Okay, dann können wir ruhig den anderen Bogen nehmen. Ah, warte, ich schau mal doch, was du hast. Falkenfedern! Und Geld! Und ein Zaubertrank. Eine Tomate. Ah, zwei Pfeile. Mehr habt ihr nicht drauf? Nö, nö. Was soll das sein? Was war denn das jetzt für eine Animation? Die war ja voll. Guck mich an, ich habe einen Bogen um meinen Körper gespannt. Mehr kann ich ja nicht. Oh, das ist noch ein Pfeil. Den nehmen wir natürlich auch mit. Tja. Müssen wir bald aufhören. Mir gefällt dieser Ort ganz und gar nicht. Die Feiglinge haben hier wohl alles dicht gemacht, nachdem Skior reingeplatzt ist. Man kann ihre Angst riechen. Tja, Ela. Viel Zeit bleibt uns nicht mehr. So, einmal. Was war das? Hey, du Mörder! Könnt ihr da her? Bitte. Gar nichts. Genau, das war gar nichts. Du hast nichts gesehen. Vampirstaub. Also die schwarze Hand. Die schwarze Hand, sag ich schon, die silberne Hand. Vampire da. Nichts Interessantes. Da ist aber. Der hat auch schon mal bessere Tag. Ja. Ich mir schon. Niemand, den wir kennen, dem Geruch nach zu urteilen. Es gibt Leute, die dem Tier in sich verfallen, wild werden. So wie diesem armen Kerl hätte es jedem gehen können. Wir sollten weitergehen. Jo, hast recht. Hat sie recht, die gute Dame? Wundert mich nicht, dass es hier auch Ungeziefer gibt. Was für ein... Das Ungeziefer war Ungeziefer. Hat sich erledigt. So, dann schauen wir mal kurz darauf. Wir dürfen natürlich nachher nicht vergessen zu... Speichern! Ist da jemand? Was? Geh drüben! Autsch. 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 So machen wir das halt so. Zack. Geht leichter. Wir dürfen auch rückwärts ein bisschen schreien inzwischen. Ja, Leute. Da vorsichtig vorbeigehen. Da waren hoffentlich nur die zwei, weil dann will ich da gerne abspeichern. Oh. Geld, Geld und ein Knoblauch und Geld. Und ein Zaubertrank der Heilung. Gerne doch. Nehmen wir gerne mit, bevor wir hier aufhören müssen. Oh, die armen Wölfileins. Als tote Wölfileins. Denen können wir nicht mehr helfen. Ja. Ich will gar nicht daran denken, was diese Mistkerle ihnen vor ihrem Tod angetan haben. Keine Ahnung, aber da drüben steht einer. Und den machen wir noch. Kaputt. Okay, haben wir noch einen. Den machen wir auch kaputt. Lassen wir die Spielchen. Zack. Super. Haben wir den noch geschafft. So.
Und damit hätte ich gesagt, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Skyrim wieder, oder was meinst du, Alter? Ja oder nein? 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 Natürlich sehen wir uns wieder. Bis zur nächsten Folge dann und vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch ein Däumchen da. Ciao, ciao, meine Lieben.